Dann, ihr Lieben, switchen wir jetzt mal ganz kurz rüber zu Godzilla 2014 versus Shin Godzilla Part 1. Wir werden jetzt anhand dieses Part 1 entscheiden, ob wir auch noch Part 2 schauen und gucken mal, ob das in irgendeiner Hinsicht Sinn macht. Ich kenne das auf jeden Fall noch nicht. Ich kenne die animierte Variante, das kenne ich allerdings noch nicht hier. Das ist so ein bisschen mehr gezeichnet wohl. Wir gucken da jetzt mal rein, was uns da denn jetzt groß erwartet. Einen wunderschönen guten Abend. Zero Alpha steht da, glaube ich. Nee, ich kann es nicht lesen. Soll das Alman heißen und du hast es nur mit H am Ende geschrieben, weil das N schon vergeben war? Dir auf jeden Fall auch einen schönen guten Abend. Godzilla vs. Shin Godzilla ist krass unfair. Weiß ich halt nicht. In welcher Hinsicht unfair? Shin Godzilla würde ich gar nicht mal so krass überschätzen. Viele denken an diesen Atomic Breath, den Shin Godzilla gemacht hat. Der war auch krass. Aber das definiert nicht die Macht von Shin Godzilla. Und ich glaube, dass ein Godzilla von 2014 schneller ist, agiler ist und eben auch vielleicht ein bisschen intelligenter. Keine Ahnung. Wir gucken jetzt nochmal rein, was uns da geliefert wird. Auf geht's. Okay, ich wollte eben gerade noch fragen, ob wir irgendwie noch eine Backstory bekommen, warum jetzt hier Shin Godzilla mit am Start ist, und wir bekommen halt keine. Ja. Also die sind auf jeden Fall einfach jetzt in der Stadt und müssen sich jetzt eben gegenseitig bekämpfen. Auch cool. Das passt schon. Okay, also erstmal, die Animation sieht unfassbar gut aus. Gefällt mir sehr gut. Passt das hier vom Größenverhältnis? Ist Shin Godzilla wirklich größer als Godzilla 2014 gewesen? Weil ich dachte, dass Godzilla von 2014 eigentlich der größte der Godzilla-Designs sein müsste. Außer halt Godzilla Earth, aber der zählt ja nicht. Der ist ja einfach nur ein Planet. Der ist ja, das ist ja ein bisschen zu krass. Er steht aufrecht. Ja, aber meinst du das, wenn er hier aufrecht steht, ist er dann größer ist als Shin Godzilla? Shin Godzilla ist 118 Meter groß. Okay, und wie groß ist er hier? Habt ihr den Trailer schon geguckt? Ja. Eben gerade haben wir schon den Trailer geschaut und auch ausführlich drüber gesprochen und sogar eine kleine Analyse gemacht. Das kannst du gerne aber auch morgen auf YouTube nachholen. Da werde ich das Ganze hochladen auf Unknown Kaijuverse Reaction. Weil du kannst auf Twitch komischerweise auch keinen Livestream mehr zurückspulen. Das ist auch eine saubescheuerte Sache. Aber es geht eben nicht. Nee, gleich groß würde ich sagen, wenn beide gleich stehen. Okay, keine Ahnung. Ist das Ding hier auch mit Blender gemacht? Das steht nirgendwo, ne? Ne, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Der Trailer war auf Deutsch auf jeden Fall, ja. Wie lange noch live? Ich habe keine Ahnung. Ich gebe da keine Zeiten an. Ich habe da jetzt wirklich keine Zeit, wo ich jetzt sage, ich mache jetzt um Punkt 20.40 Uhr Schluss, wenn wir gerade noch was gucken. Ich kann es dir echt nicht sagen. Hat Shin Godzilla im Film jemals einen normalen Atomic Breath gemacht, ohne diese ganze Prozedur mit erst, was war es denn gewesen, erst Rauch, dann Feuer, dann Laser? Also kann der auch einfach direkt einen normalen Atomic Breath schießen? Oder geht das nicht?
Ich kann mal ganz kurz noch darauf eingehen, zu dem Brooklyn-Thema. Schau es dir auf jeden Fall nochmal an morgen, da habe ich ein bisschen mehr drüber gequatscht. Aber ich glaube nicht, dass Brooklyn tot ist. Aus dem Grund, da es ganz früher, bevor die Serie überhaupt so offiziell angekündigt wurde mit dem Namen, da gab es ein Konzept zu dieser Serie, Jurassic World Chaos Theory. Und da wurde gesagt, dass es eigentlich ursprünglich um eine Sydney gehen sollte, die bei einem Vorfall am Lockwood-Anwesen ihren Arm verliert. Und das soll der Beginn der Geschichte sein. Ich glaube, dass die einfach Brooklyn oder Sydney gegen Brooklyn ausgetauscht haben. Ich glaube, dass Brooklyn weiterhin am Leben ist, dass sie aber möglicherweise irgendwie ihren Arm verloren hat. Das könnte dann wirklich passiert sein. Aber ich glaube nicht, dass sie wirklich tot ist. Das glaube ich echt nicht. Ganz kurz alle eine Eins in den Chat, wer Shin Godzillas Design geil findet. Sehr viele finden das ja extrem kacke. Ich finde das saugeil. Boah, noch mit der Musik dazu. Das ist ja echt krass. Das ist ja echt geil. Aber das stimmt hier schon von der Proportion. Shin Godzillas Schwanz ist ja, glaube ich, der wuchtigste und der massivste, den ich jemals gesehen habe. That's what she said. Einfach die Epic-Godzilla-Mucke, ja, auf jeden Fall. Vielleicht werden wir auch nochmal die beiden Jungs von Jurassic World 1 sehen. Das bräuchte ich jetzt nicht. Na, das bräuchte ich jetzt echt nicht. Er macht jetzt, glaube ich, hier nochmal den Super Atomic Breath. Es bleibt halt nur die Frage, inwiefern das realistisch ist, dass Godzilla jetzt nicht hier schon draufgegangen ist. Also der 2014er Godzilla. Das da. Hätte das nicht eigentlich seinen gesamten Körper durchstoßen müssen? Oder sagen wir jetzt einfach eben, nö, das sind halt beides Godzillas und deswegen kann es ihn eben nur verwunden, aber halt nicht durchbrechen. Scheinbar sind wir da auf dieser Logik jetzt irgendwie stehen geblieben. Ist aber okay, finde ich okay. Titanic Battle in the City. In welcher City wissen wir aber nicht, ne? Beide tot. Es gibt ja noch ein paar zwei, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass beide jetzt tot sind. Rebel Moon Werbung, ja, das ist natürlich dann noch mal ein bisschen beschissener, als einfach nur ganz normale Werbung zu bekommen. Okay, das Ende war doch jetzt aber gerade der Inbegriff von random, oder? Wo kommt denn da jetzt auf einmal Ghidorah her? Gibt's davon ein Part 2? Warte mal, wenn es ein Part 1 gibt, gibt es auch ein Part 2. Godzilla gegen Shin Godzilla. Haben wir noch ein Part 2 davon?
Was war das denn? Ja, gell, das Ende, das war wirklich ein bisschen so aus dem Nichts gegriffen. Habe ich jetzt auch nicht ganz verstanden. Shin Godzilla gegen Godzilla. Hier haben wir jetzt den ersten Part. Es gibt nur einen Part. Es gab nie einen Part 2, ihr Lieben. Schade. War aber trotz allem auch ein ganz cooles Ende gewesen für diesen ganz kurzen Short. Ich mag es ja, wenn Filme generell nicht ganz so offensichtlich enden. Jetzt noch mit so einem kleinen Cliffhanger. 43 Millionen Aufrufe das Video gehabt. Vor 4 Jahren. 43 Millionen Aufrufe. Und er macht keinen zweiten Part davon.